Ja, liebe Fans der Fußball-Ecke, es ist wieder soweit, Mias Orakel steht an und bevor wir auf den aktuellen Spieltag eingehen, blicken wir nochmal kurz zurück auf den letzten Spieltag. Da waren wir ja im Urlaub, aber wir haben kurz vor der Abreise dann den Spieltag gezogen und Mia lag tatsächlich wieder mit drei Ergebnissen, zumindest tendenziell richtig. Heidmark TSV Wietzendorf hatte Mia 4-4 gezogen, 2-2 ist es ausgegangen. Dann hatte Mia beim Spiel Fulde-Stellichte gegen Eintracht Leinetal ein 6-2 gezogen, ausgegangen ist es 3-0. Und letztendlich SG Allertal gegen Sportfreunde Bisping hatte Mia 0-1 gezogen und das Spiel ist 3-5 ausgegangen. Also lag Mia tendenziell dreimal richtig. Heidekreis Fußball TV versucht seit dem ersten Spieltag Mia zu schlagen, was das Tippen betrifft. Diesen Spieltag ist es unentschieden ausgegangen, denn auch Julian lag dreimal richtig. Und ja, bevor wir uns alle ins Wochenende verabschieden, beziehungsweise den Samstagabend, haben wir natürlich gesagt, wir gehen in den Keller und ziehen auch den nächsten Spieltag. Und Mia fängt mal an. Erste Partie, Eintracht Leinetal gegen Benefeld-Kordingen. Die Tore für Eintracht Leinetal. Drei Tore für Eintracht Leinetal. Und jetzt die Tore für die SG Benefeld-Kordingen. 3-4. Also ein Sieg für Benefeld-Kordingen. Jetzt FG Duisson-Krelingen. Die Tore für Duisson? Auch fünf? Ne, haben wir ja noch nicht. Wir haben ja 3 und 4. Also 5 Tore für Duisson. Und jetzt die Tore für MTV Soltau 2. Ein torreiches Spiel auf jeden Fall schon mal. 5-2. Also, Duisburg gewinnt zu Hause gegen MTV Soltau 5-2. Jetzt kommen wir zur SG Nordheide gegen Allertal. Die Tore für Nordheide. 3 Tore für Nordheide. Und die Tore für die SG Allertal. Haben wir. 3. Oh, das wird ein Unentschieden. Ein torreiches Unentschieden. So, jetzt kommen wir zu den Sportfreunden Bisping gegen Heidmark. Tore für Sportfreunde Bisping. Tobi Nagel, wenn du guckst, viele Grüße. 5 Tore für die Sportfreunde Bispingen. Also dieses Mal wird es generell ein torreiches Wochenende. Und die Tore für Heidmark. 0. 5-0. Heidmark kann sich vom Unentschieden gegen den TSV Wietzendorf nicht erholen und verliert in Bispingen mit 5-0. Jetzt kommen wir zum Spiel. TSV Wietzendorf gegen TV in Schneeferding. Fußballexperten haben dort 1-4 getippt. Ich bin gespannt, was mir tippt. 2. 2 Tore für den TSV Wietzendorf. Und TV Jan Schneeferding? 0. Also Wietzendorf gewinnt zu Hause 2-0 an der Kampfstraße. So macht das Spaß, so soll es sein. Und das letzte Spiel, was wir haben, ist SG Wintermoor gegen Fulde-Stellichte. Einmal noch ziehen für Wintermoor. 3. Wintermoor hat 3. Und jetzt nochmal einmal für Fulde-Stellichte. Fulde Stellichte. Auch 2. Dein Ding? 2? 2. Sind 3. Genau, 3-2. So, das war also der Spieltag. Eintracht Leinetal, SG Benefeld-Kording 3-4. FG Duisburg gegen MTV Soltau 5-2. Nordheide gegen Allertal 3-3. Sportfreunde Bisping gegen Heidmark 5-0. TSV Wietzendorf gegen TV Schneeferding 2-0. SG Wintermoor gegen Fulde Stellichte 3-2. Das war's hier von uns aus dem Keller. Mias Orakel. Schaut euch das Video an, lasst den Daumen oben, schreibt eure Kommentare drunter und Julian von Heidekreis Fußball TV, drückt dir die Daumen, aber gewinnen wirst du gegen meine Tochter nicht. Schönes Wochenende, reinhaut und wir sagen Tschüss. Tschüss.